Hallo, grüß dich, lieber Hi, Michael. Thomas. Heute soll es mal darum gehen, was du gerne bieten möchtest, was so deine Motivation ist, deine intrinsische Motivation. Also so jemand wie du, der sich jetzt Zeit nimmt, ja, und der auch noch zwei kleine Kinder hat zu Hause, ja, eigentlich gar keine Zeit für sowas hat, aber trotzdem anderen Leuten, die eben da Probleme haben, entweder mit der Selbstständigkeit per se oder halt auch in der Skalierung, beziehungsweise einfach ihr eigenes Unternehmen zu gründen, aufzubauen, mal auch von der Stelle zu kommen, dass sie mal die ersten Leute finden, wo sie sich quasi vergrößern können, also sprich wachsen können oder auch mal im Stundensatz vielleicht auch mal vorankommen etc. Hallo, grüß dich, lieber Hi, Michael. Thomas. Heute soll es mal darum gehen, was du gerne bieten möchtest, was so deine Motivation ist, deine intrinsische Motivation. Also wirklich was du vom Herzen ja wirklich, insbesondere auch jungen Leuten, aber gerne auch älteren Leuten, die einfach irgendwie nicht von der Stelle kommen, beruflich mitgeben möchtest in unserer Akademie Skalierungskonsulting, also unser Training, das wir in Kooperation anbieten, aktuell noch in der Beta-Version, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Aber du kannst dich hier gerne hier unten oder hier oben, je nachdem, wo du das Video gerade siehst, eintragen, ja, und dann kriegst du da auch deinen Zugang. Und du natürlich hier seit über 17 Jahren im Geschäft, ja, als selbstständiger Softwareentwickler, alle Höhen und Tiefen miterlebt, bist quasi ein Tausendsasser, was dein Tech-Stack, also deine technologischen Kompetenzen betrifft. Hast sogar schon am Karlsruher Institut für Technology schon vor Jahren unterrichtet. Also du kannst letztendlich operativ, hast du quasi auch von Integration, von Prozessen in Software abbilden. Also wirklich von allen Aspekten hast du schon irgendwas gesehen. Ja, große Konzerne warst du schon drin, genauso bei Mittelständlern. Es gibt eigentlich nichts, wo du noch nicht warst, was du noch nicht gemacht hast. Also wirklich Hut ab. Und so jemand wie du, der sich jetzt Zeit nimmt, ja, und der auch noch zwei kleine Kinder hat zu Hause, ja, eigentlich gar keine Zeit für sowas hat, aber trotzdem anderen Leuten, die eben da Probleme haben, entweder mit der Selbstständigkeit per se oder halt auch in der Skalierung, beziehungsweise einfach ihr eigenes Unternehmen zu gründen, aufzubauen, mal auch von der Stelle zu kommen, dass sie mal die ersten Leute finden, wo sie sich quasi vergrößern können, also sprich wachsen können oder auch mal im Stundensatz vielleicht auch mal vorankommen etc. Einfach nochmal von deiner Perspektive her, was ist deine intrinsische Motivation vom Herzen her, was du gerne machen möchtest, den Leuten weiterhelfen? Ja, also ich bin ja, wie hast du schon gesagt, ich bin ja schon ein ganz Stückchen Weg gegangen, aber oft, wenn ich dann wieder in ein neues Projekt reinkomme, dann denke ich mir wieder, jetzt stehe ich wieder ganz am Anfang. Also nicht negativ gemeint, sondern sehr positiv. Also es gibt noch so viel Neues, noch viel, viel, viel mehr Neues, was man noch irgendwie entdecken und erleben kann. Und ich verstehe auch absolut. Nennt man das nicht Dunning-Kruger oder wie nennt man das nochmal? Desto mehr du weißt, desto mehr hast du verstanden, dass du nichts weißt? Das ist eigentlich Ja, ein Zeichen dafür, dass du schon sehr weit bist. das ist dann die zweite Stufe. Ich will Achso, mich jetzt schon so auf der okay. dritten bis vierten Stufe da langsam sehen. Aber stimmt schon, weil man erlebt jeden Tag da irgendwie was Neues und ich find das auch spannend. Und ich verstehe auch jeden, der, sag ich mal, einfach mal da über eine, keine Ahnung, seine erste Stelle, der ist dann in den Beruf reingekommen, der ist dann auf seiner Bahn und irgendwo merkt man aber halt dann mit der Zeit, das gibt einem dann nichts mehr. Also man fand das super, früher super spannend, hat die ersten Male in diesem Projekt irgendwie mitentwickelt und da war das halt neu und da hatte es irgendwie so einen Reiz und dann irgendwie so in ein paar Jahren oder Jahrzehnten irgendwann ist es halt einfach ausgelutscht und dann ist ja wirklich auch die Frage, soll das der Rest sein, was man für den Rest seines Lebens genau das macht. Und wie gesagt, ich verstehe das und das Schlimme ist, je mehr man an neuen Sachen sieht, desto neugieriger wird man noch auf neue Sachen. Also das wird dann immer, also potenziert sich dann eigentlich sogar noch das Problem. Also
wenn man einmal angefangen hat, dann möchte man da auch weitermachen. Was ich letztendlich, hoffe ich, ein bisschen mitgeben kann und will, ist, dass es wird zwar immer so relativ locker dargestellt oder dass es halt irgendwie einfach gemacht wird. Und also, wobei wir da, glaube ich, noch relativ bodenständig sind. Gibt ja genug, die dann es dann irgendwie so verkaufen, ja, so mit passivem Einkommen und ich drücke den Knopf und irgendwie hat beim Goldesel dann Durchfall. So ist es halt nicht. Das ist super, muss es aber auch nicht sein. Also das ist auch so die falsche Vorstellung, dass man dann irgendwie zufrieden ist, wenn irgendwie das Geld irgendwie jeden Monat auf dem Konto ist und man nichts dafür tun muss. Ich glaube, das ist ein höchst unbefriedigender Zustand. Ich glaube, viel befriedigender ist es, wenn man was schafft oder ja, schaffen kann und daraus dann eben seine Erfolge zieht. Das ist, also darum würde ich wahrscheinlich den Lottogewinn gar nicht mal irgendwie so toll finden, weil ich brauche für mich eben so dieses Gefühl, dass ich selber halt da was erreicht habe. Und was mir eben so eine Herzensangelegenheit ist, eben zu vermitteln, dass es eben nicht so leicht geht oder ich bin zu blöd und alle anderen kennen es, ich weiß es nicht, aber glaube ich jetzt fast nicht. Aber es gibt keinen so einen ganz einfachen Weg. Das heißt, der Weg, den man geht, der wird schmerzhaft und schwer sein. Wo ich mich halt dann sehe, ist, dass ich halt dann so ein bisschen helfe, das durchzuhalten und auch mal die nicht so tollen Momente zu überstehen. Also verloren hast halt dann, wenn du aufgibst. Solange du das irgendwie dann doch nochmal dich aufraffst und dann nochmal ein paar Meter weiter gehst, hast du noch nicht zugemacht. Also das ist immer so meine Philosophie und hat es oft genug, dass ich halt mir auch gedacht habe, ich habe jetzt keine Lust mehr, aber irgendwie hat sich im letzten Moment dann immer noch so ein bisschen, hatte ich dann Gott sei Dank die Motivation und das wäre halt noch so ein bisschen das, wo ich dann sagen würde, das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, dass man dann sich dann doch nochmal hinsetzt und dann doch nochmal, weil man weiß, es ist jetzt gerade irgendwie heftig, dann noch trotzdem nochmal eine Schippe macht und dann irgendwann wird es dann auch wieder leichter. Ich habe das inzwischen jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass es halt dann schwierig war und dann geht es auch wieder leichter. Insofern bin ich da vielleicht auch ein bisschen relaxter und kann da auch so ein bisschen mit ein bisschen Abstand dann da drauf schauen und so ein bisschen Wege auch aufzeigen. Ich finde diesen Spruch, es gibt kein Scheitern, es gibt nur Lernen oder den Erfolg, ne, an der Stelle. Und da steckt auch viel Wahrheit drin. Und ich muss jetzt nachblättern, von wem dieser Spruch ist. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiger Spruch. Und das sind dann auch genau die richtigen eigentlich für uns in der Akademie, die sich sozusagen diesem Motto widmen möchten gerne. Das war jetzt sozusagen, denke ich, ging auch sehr, sehr tief und spricht letztendlich auch die Art und Weise des Denkens und eigentlich das typische Mindset-Thema. Das ist so ein bisschen durchgenudelter Begriff, aber nichtsdestotrotz sehr wichtig, denn die Art und Weise, wie du denkst und was du denkst, positiv, negativ und all diese Sachen, das ist schon sozusagen, also da gibt es ja auch so einen Spruch, der Mensch ist, wie er denkt. Ja? Und das ist ja auch tatsächlich so. Ja? Wenn wir jetzt mal nochmal ganz kurz in die anderen beiden Bereiche gehen wollen, zum Beispiel in den technischen Bereich, wie würdest du sagen, müsst du jetzt im Rahmen dieser Akademie, die ja doch ein Stück weit digitalisiert ist, ein digitalisierter Lernbereich auch ist und dann, wie gesagt, noch in der Beta-Version aktuell, heute Stand heute, Juni 2024, dann aber auch in Einzelcalls, wo wir die wieder anbieten, also auch individuelle Betreuung und etc. Was wirst du bieten, was technisches Unterstützung, technisches Know-how, also Ideengeber beziehungsweise Rahmengeber, Tipps und Tricks und so weiter, weil du wirst jetzt da dort nicht quasi also reine Coding-Kurse anbieten in dem Sinne. Das hatten wir eigentlich soweit erstmal nicht geplant, aber auch da sind wir immer für Feedback. Dafür gibt es ja Beta, einfach um Feedback einzusammeln vom User, in dem Fall Teilnehmern. Aber du wirst ja eher so quasi auf einer Metaebene dort auch also beratend zur Verfügung stehen. Wann jetzt welcher Tech-Stack oder ja, ist es also jetzt sinnvoll, sich auf Ruby on Rails 10 Jahre lang zu konzentrieren? Also wahrscheinlich eher nicht. So architektonische Entscheidungen, weil die schon auch massiv eine Rolle spielen können. Ja. Inwieweit jetzt deine also Idee oder auch dein Business halt sich weiterentwickeln kann. Ja. Auch so ein bisschen Marktfeedback, wie es ich halt sehe. Also ich habe
Ich habe da Einblick. Wahrscheinlich sehe ich jetzt auch nicht alles, aber so ein bisschen Gefühl habe ich jetzt auch schon dafür, über die Jahre mir aufgebaut, dass man halt sagen kann, okay, also dieser Tech-Stack ist sinnvoll, dieser Tech-Stack ist weniger sinnvoll, versprechen wir uns da irgendwie eine Zukunft davon. Solche Sachen, da kann man schon drauf eingehen. Ja, ja, sowas wie Angular, Java und PHP, also oder jetzt auch mit KI kommt, glaube ich, wieder Python mehr ins Gespräch. Ja. Hat wahrscheinlich dann mehr Sinn, das ist mal ganz vereinfacht dargestellt, als wie jetzt halt, ja, Ruby Rails oder COBOL oder was es halt da so gibt, so in etwas älteren Geschichten. Das verknüpft mir natürlich, also quasi auch mit der kaufmännischen Seite. Das ist dann mehr so mein Bereich. Wie gesagt, das wird ja ein Mitgliederbereich und eine Membership, ja, Neudeutsch, auch in Partnerschaft. Und wenn ihr eventuell auch noch einen weiteren Unterstützer dann noch mit rein, das kann ja auch wachsen, das Ganze, dass wir für Spezialthemen wie zum Beispiel die Natalie, die so super ist im UX, UI oder. Ja, also ist natürlich alles ausbaufähig, ist ja ganz klar. Hängt dann immer vom Einzelfall und vom Marktfeedback auch eben ab. Ja, genau. Ja, also ich kenne zum Beispiel jetzt auch ein, zwei Leute, die zum Beispiel topfit sind, auch in dem ganzen Struktur, ja, was also Unternehmensstruktur betrifft. Ja, also unterschiedlichste Holdingstrukturen, Cross-Country und so weiter. Also das ist, also wie gesagt, wir haben da viele Ideen, aber wie es eben so ist, auch in der Softwareentwicklung, da fängst du einfach mit einem Prototyp an, mit einem MVP, also Minimum Viable Product, oder mit einem POC, das ist nicht das gleiche Prinzip. Und ja, das wäre so die zweite Komponente. Das eine ist Mindset, das andere ist das Technische, und das dritte ist letztendlich dann auch sozusagen das mit der Wirtschaft, mit dem wirtschaftlichen, monetären verbunden, wo man dann natürlich auch sagen muss, da gibt es ja generell, das hast du auch in der Akademie in gesondert extra Videos auch angesprochen, da gibt es ja generell prinzipiell diese zwei Wege. Und das eine ist eben dieser Weg des Dienstleisters, ich verkaufe Software als Dienstleistung, Softwareentwicklung. Und das teilt sich dann nochmal in zwei Bereiche. Das eine ist mehr Commodity, das andere ist spezialisierte Dienstleistung. Auch beides ist gefragt, ne? Und beides ist aber wieder völlig was anderes, auch in der Platzierung im Markt. Also es ist was völlig anderes, wie wenn du jetzt irgendwie für ein Apple und ein Ei, mal überspitzt gesagt, so mal Commodity-Dienstleistung verkaufst, dann ist es ein völlig anderes Modell, als wie wenn du sowas machst, wie primär Michael macht. Und man kann das auch beides miteinander kombinieren, wenn man dann zum Beispiel auch größer ist. Ja? Und wir haben ja auch auf der Kundenseite immer viel Gespräche auch, und es wird dann aber sozusagen nochmal ein ganz anderes Level, dass wir da direkt dann auch weiterhelfen. Oder vielleicht, wenn wir nochmal größere Projekte oder sowas haben, das sind dann nochmal andere Dinge, die jetzt den Rahmen der Akademie dann auch wahrscheinlich sprengen werden. Aber natürlich kannst du auch im Zuge der Membership der Akademie natürlich dann eventuell auch schon durchaus denkbar auch die ersten Jobs, wenn du zum Beispiel ganz am Anfang bist, suchst Erfahrung und so weiter, und du passt dann zufällig genau rein, und wir hätten da irgendwie eine offene Stelle oder irgendwie was, oder einen Freelancer, der noch eine Lücke füllt, Position oder sowas, dann können wir durchaus möglich, dass wir das dann auch aus der Community heraus dann auch sehr gerne natürlich sourcen, natürlich erstmal danach fragen, bevor wir dann sozusagen mal extra hingehen, oder? Ja. Also, und genau, vielleicht da noch ein paar Worte dazu zu den ganzen monetären, weil du hast ja auch ein paar Videos gemacht, ne? Also skalieren, Commodity versus Spezialdienstleistung, und dann nochmal die Unterscheidung zwischen Dienstleistung und SaaS. Ne? Einfach da nochmal vielleicht ein paar Worte dazu, was so jemand, ja, der sich hier eintragen möchte, noch mit der Maus noch ein bisschen zögert. Man muss sich halt überlegen, wo steht man, wo will man hin, was ist so das Ziel, und es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, eben so eine Skalierung auch anzugehen. Also das eine ist wirklich, wie es der Thomas schon gesagt hat, einfach über Mitarbeiter und praktisch Zeit für Geld, aber halt nicht deine Zeit, sondern das ist die Zeit deiner Mitarbeiter für Geld zu verkaufen. Die andere ist halt wirklich ein eigenes Produkt aufzusetzen. Beides hat seine Vor- und Nachteile, hat seine Spezifika, die man so ein bisschen im Auge behalten muss. Beides sind interessante Wege, und da werde ich halt so ein bisschen drauf eingehen, welche Wege oder was dann jeweils da die Implikationen sind, mit was man rechnen muss,
und was auch so mögliche Wege sind, eben um da überhaupt reinzukommen und da Erfolg zu haben. Ja, klasse. Na, besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Super. Dann würde ich sagen, machen wir da mal einen Deckel drauf und dann, hier findest du auf jeden Fall den Link, wenn du das Ganze jetzt zum Beispiel als Ad siehst oder auch auf unserer Landingpage, einfach eintragen in die Warteliste, beziehungsweise wenn wir auf einer Beta-Version sind, einfach da eintragen und dann hältst du da die Zugänge und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf dich und auf deine Anliegen und dann sehen wir uns auf der anderen Seite, würde ich mal sagen. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Ciao. Einfach hier zum Beispiel auf LinkedIn. Also ich habe verschiedene Sachen. Aber zum Beispiel hier ein Profil, das ist relativ neu noch, 400 Follower oder irgendwas, aber es sind halt alles Entwickler hauptsächlich, also eine gewisse Zielgruppe. Und viele Freelancer und so weiter, das ist eher so die Zielgruppe, junge Unternehmer, Leute, die schon freelancen, vielleicht auch ältere, aber auch jüngere, die noch nicht so richtig wissen, wohin und so weiter. Und da wollen wir eben so einen Online-Kurs, auch eine Online-Akademie für die verkaufen. Vielleicht auch junge Unternehmer und so weiter, die einfach noch nicht so viel Geld haben. Ja. Ja? Und das sieht man halt ganz deutlich, wenn man hier zum Beispiel jetzt relativ authentische Posts macht. Das heißt, hier jetzt hat wirklich auch ein bisschen coole Bilder verwendet, wo man auch wirklich selber drauf ist. Also auf gar keinen Fall irgendwelche Stockfotos und sowas. Ja. Sich einfach die Mühe macht. Ja, am besten, ich sage immer, jeder Unternehmer, der irgendwie das wirklich ernst meint, mit Social Media, sollte eigentlich mindestens zwei oder drei so Leute haben, die einen ständig rumverfolgen, wie so ein Celebrity. Ja. Und damit man halt immer wieder Footage hat, der halt einfach authentisch ist. Das ist überhaupt, also nochmal zur Betonung, Authentizität. Kannst du das nochmal bitte sagen? Authenticity. Okay. Englisch ist okay. Fischers Fritz fischt Fische frische Fische. Okay. Ja. Jetzt kann ich auch Authentizität. Ja. Mhm. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, cool. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen, auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.